Kann man Muskeln mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause aufbauen? Die Antwort lautet ja. Hi, ich bin Juma, Sportwissenschaftler und Personal Trainer im Raum Köln. Du möchtest Muskeln zu Hause aufbauen und das Ganze nur mit deinem eigenen Körpergewicht? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Die allgemeine Empfehlung für den Muskelaufbau ist es, in einem Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Wiederholungen zu trainieren und das Ganze bei einer Intensität von 60-80% des 1RM. 1RM, das steht für One Repetition Max, bedeutet ganz einfach das Gewicht, was man einmal bewegen kann. Jetzt ist es so, dass man beim Training mit dem eigenen Körpergewicht oftmals ganz schnell mehr als 8 bis 12 Wiederholungen schafft. Und das Ganze ohne Anstrengung. Stellen wir uns einmal die Kniebeuge vor. Hier schaffen die meisten locker 30 bis 40 Wiederholungen, wenn nicht sogar mehr, ohne Anstrengung. Und damit sind wir weit von dem Idealbereich von 8 bis 12 Wiederholungen entfernt. Das heißt konkret, die Intensität ist viel geringer als die 60-80%. Doch, das kannst du. In den letzten Jahren häufen sich die Erkenntnisse, dass man auch mit geringeren Intensitäten als 60-80% des 1RMs sehr gut Muskeln aufbauen kann. Meta-Analysen und Übersichtsstudien bestätigen das. Studien zeigen, dass man gerade mal mit einer Intensität von 30-40% des 1RMs ähnliche Muskelzuwächse erzielen kann, wie mit einer Intensität von 60-80%, solange das Volumen gleich ist. Das Volumen setzt sich zusammen aus der Wiederholungszahl, der Satzanzahl und dem Gewicht. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass man zwar ähnliche Muskelzuwächse erzielen kann, nichtsdestotrotz man aber mit einer Intensität nahe der 80% die besten Ergebnisse erzielt. Und zumal gewinnt man oder erzielt man auch Kraftzuwächse mit dieser Intensität, was bei einer geringen Intensität von 30-40% nicht der Fall ist. Eine Sache ist noch ganz entscheidend beim Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und zwar, je geringer die Intensität ist, desto wichtiger wird die Muskelermüdung für den Muskelaufbau. Das heißt konkret, dass man beim Training mit dem eigenen Körpergewicht wirklich bis zur Ausbelastung trainieren sollte, um Muskeln aufzubauen. Das heißt bis zum Muskelversagen oder zumindest sehr nah ans Muskelversagen. Aber dann steht dem Muskelaufbau auch nichts im Weg. Diese Studie zeigt das Ganze noch einmal ganz schön. Wenn man mit einer hohen Intensität trainiert, wie wir auf der linken Seite sehen, mit 80% des 1RM, gibt es keinen großen Unterschied zwischen dem Training bis zum Muskelversagen und einem Training vor dem Muskelversagen hinsichtlich des Muskelwachstums. Trainiert man jedoch mit leichten Gewichten, was der Fall oftmals beim Training mit dem eigenen Körpergewicht ist, dann sehen wir, dass es einen deutlichen Unterschied gibt, wenn man bis zum Muskelversagen trainiert oder wenn man vorher aufhört. Es wird deutlich, dass man beim Muskelaufbau mit leichten Gewichten wirklich bis zum Maximum trainieren sollte. Es lässt sich festhalten, dass man Muskeln mit dem eigenen Körpergewicht aufbauen kann. Die Intensität dabei sollte bei mindestens 30-40% des 1RMs liegen. Jetzt ist das Ganze nicht gerade zielführend, da wir ja mit unserem eigenen Körpergewicht trainieren. 30-40% des 1RMs entsprechen ungefähr 30-40 Wiederholungen. Beim Training mit dem eigenen Körpergewicht sollte man darauf achten, dass man sich bei den Übungen vollständig ausbelastet und spätestens, wenn man mehr als 40 Wiederholungen schafft, man die Übung schwieriger gestaltet. Wie man das Ganze machen kann, wirst du jetzt gleich erfahren. Bevor es zu den einzelnen Übungen geht, habe ich noch konkrete Empfehlungen für dich. Ich empfehle dir, das Training so zu gestalten, dass du 8 bis 15 Wiederholungen pro Satz durchführst und nach dem Satz noch höchstens 1 bis 2 Wiederholungen mehr geschafft hättest. Damit hast du eine hohe Intensität im Training und baust neben Muskeln gleichzeitig auch noch Kraft auf. Dann würde ich einen Ganzkörperplan trainieren und das Ganze 3-5 Mal pro Woche machen. Ich empfehle dir, im Training 1-2 Übungen pro Muskelgruppe zu trainieren und das Ganze A3 Sätze. Für ein gutes Ganzkörpertraining solltest du diese 4 Kategorien in deinem Training einbauen. Einmal die Beine, dann Push-Übungen, womit der Trizeps, die Brust und die Schultern trainiert werden. Pull-Übungen, womit der Rücken und der Bizeps trainiert wird und dann nochmal gezielte Übungen für den Rumpf. Und damit starten wir mit den einzelnen Übungen. Los geht's mit den Beinen. Die erste Übung ist die einbeinige Kniebeuge. Diese Übung trainiert primär die Oberschenkelvorderseite und die Gesäßmuskulatur. Bei der Übung achtet man darauf, dass man sich kontrolliert nach unten ablässt, bis man Kontakt mit dem Stuhl hat und von da wieder in die Streckung kommt. Während der Übung versucht man, möglichst aufrecht mit dem Oberkörper zu bleiben. Außerdem läuft das Knie, das man beugt,
über die Fußspitzen nach vorne hinweg, fällt also nicht nach innen oder nach außen. Die Schwierigkeit kann man insofern ändern, dass man entweder die Sitzfläche etwas höher gestaltet, das heißt, da kann man zum Beispiel Kissen nehmen oder ähnliches, oder sich etwas sucht, was tiefer ist als der Stuhl und somit dann weiter nach unten geht. Eine deutlich schwerere Variante ist, das Ganze ohne Sitzfläche zu machen. Das heißt, dass man sich irgendwo festhält, dann in die Kniebeuge geht und versucht, wieder in die Streckung zu kommen. Die zweite Übung für die Beine ist die Hüftbrücke. Mit der Hüftbrücke trainiert man die Oberschenkelrückseite, die Gesäßmuskulatur und die Rückenstrecker. Für die Übung legt man sich zunächst einmal auf den Rücken, zieht die Zehenspitzen an und streckt dann die Hüfte nach oben durch. Wichtig, bei der Übung versucht man durch die Fersen in den Boden reinzudrücken. Oben in der Streckung hält man das Ganze kurz, senkt dann den Po wieder Richtung Boden ab, stoppt aber auch hier kurz vorm Boden und kommt dann wieder in die Streckung. Die nächst schwierige Variante der Hüftbrücke ist, das Ganze einbeinig durchzuführen. Dafür setzt man einen Fuß auf, das andere Bein streckt man durch. Auch hier drückt man wieder durch die Fersen, bis man in der Streckung ist. Möchte man das Ganze weiter intensivieren, dann nimmt man noch einen Stuhl dazu. Damit sind die Füße in einer höheren Lage, wodurch die Übung schwieriger wird. Auch hier kann man das entweder beidbeinig machen oder das Ganze einbeinig. Die dritte Übung für die Beine ist der Split Squat. Ähnlich wie bei der einbeinigen Kniebeuge wird auch hier primär die Oberschenkelvorderseite und die Gesäßmuskulatur trainiert. Man stellt sich einmal im Ausfallschritt hin und senkt dann das Gesäß Richtung Boden ab. Hierbei achten wir darauf, dass das hintere Knie an der tiefsten Position unterhalb der Hüfte ist. Das Körpergewicht verlagern wir leicht nach vorne, sodass das vordere Bein stärker belastet wird. Weiter geht's mit den Push-Übungen. Die erste Push-Übung ist die Liegestütz. Variante 1 ist, dass man die Knie auf den Boden absetzt, die Hände auf Schulterhöhe ungefähr platziert, die Hände einmal in den Boden reinschraubt nach außen und dann den Körper zum Boden absenkt. Dabei sind die Ellenbogen möglichst nah am Oberkörper. Die nächst schwerere Stufe ist Variante 2, die Liegestütz in gestreckter Position. Dafür spannt man einmal aktiv Bauch und Po an, sodass der Körper schön gerade ist. Die Hände sind immer noch auf Schulterhöhe und in den Boden geschraubt und dann senkt man wieder den Oberkörper zum Boden ab und kommt wieder in die Streckung. Sollte Variante 2 noch zu einfach sein, kann man das Ganze noch weiter steigern, indem man noch Zusatzgewichte nutzt. Dafür kann man einen Rucksack oder eine Sporttasche nehmen, die mit Büchern oder anderen Gegenständen füllen und dann einmal auf den Rücken platzieren. Die zweite Push-Übung ist der Pike Push-Up. Im Gegensatz zur normalen Liegestütze wird hier viel stärker die Schulter trainiert. Für die erste Variante geht man einmal in den Vierfüßlerstand, löst dann einmal die Knie vom Boden und dann schiebt man den Oberkörper schräg nach vorne zum Boden. Als Bewegungsvorstellung kann man sich vorstellen, dass man den Kopf in den Sand stecken möchte. Auch bei dieser Übung versucht man, die Ellenbogen möglichst eng am Körper zu halten. Bei der nächst schwierigeren Variante streckt man einmal die Beine durch und versucht somit ein Dreieck zu bilden. Die Bewegungsausführung bleibt aber gleich, man versucht wieder schräg nach unten zu kommen und kann sich hier auch wieder vorstellen, dass man den Kopf in den Sand steckt. Wenn man das Ganze dann noch weiter steigern möchte, dann kann man wieder den Stuhl zur Hilfe nehmen, die Füße dann einmal auf dem Stuhl platzieren, so dass der Oberkörper schon fast senkrecht zum Boden ist und aus der Position senkt man dann auch wieder den Oberkörper ab, so dass man mit dem Kopf den Boden kurz berührt und von da geht es wieder in die Streckung. Weiter geht's mit der dritten Kategorie, den Pull-Übungen. Als erstes haben wir hier einmal das horizontale Rudern. Im Video mache ich die Übung an einer Langhantel. Stell dir einfach vor, dass das Ganze ein Tisch ist. An einem Tisch kann man das wirklich sehr gut machen. Dafür greift man einmal etwas weiter als schulterbreit die Tischkante und zieht sich dann nach oben mit der Brust Richtung Tischkante. In der ersten Variante sind die Beine leicht gebeugt, der Bauch und Po sind jedoch fest angespannt. Um die Übung schwerer zu gestalten, streckt man dafür einfach die Beine komplett durch, baut wieder eine sehr gute Spannung im Rumpf auf und zieht sich wieder mit der Brust zur Tischkante. Die zweite Pull-Übung ist das liegende Latziehen. Dafür legt man sich einmal auf den Bauch, streckt die Arme nach vorne aus, löst die Hände vom Boden und zieht dann die Ellenbogen eng an den Körper. Beim Ranziehen der Arme hebt man gleichzeitig auch die Brust vom Boden ab. Um das Ganze schwerer zu gestalten, kann man ein Handtuch nutzen. Dafür greift man das Handtuch einmal weiter als schulterbreit, zieht das Handtuch aktiv auseinander und dann beim Ranführen der Arme versucht man, das Handtuch oberhalb auf die Brust zu ziehen. Sobald man da angekommen ist, geht es wieder nach vorne in die Streckung.
Die dritte Übung ist einer der besten Pull-Übungen, und zwar Klimmzüge. Beim Klimmzug trainiert man primär den Latissimus und den Bizeps. Für die Übung brauchst du allerdings entweder eine Klimmzugstange oder eine Treppe, an der du dich hochziehen kannst. Wenn du sowas hast, dann ist es auf jeden Fall ideal, diese Übung in deinem Trainingsplan einzubauen. Beim Klimmzug greift man die Stange etwas weiter als schulterbreit und zieht sich dann mit der Brust zur Stange hoch. Die letzte Kategorie, die du auch nicht in deinem Trainingsplan vergessen solltest, ist der Rumpf. Übung 1 ist einmal für den Bauch, und zwar die Knee Tucks. Für die Knee Tucks setzt man sich einmal auf den Po, lehnt den Oberkörper nach hinten, stützt die Hände neben dem Körper ab und von da streckt man einmal die Beine durch, versucht die Beine über dem Boden zu halten und zieht dann die Knie Richtung Brust. Während der Übung versucht man, die Beine möglichst eng beieinander zu halten und mit dem Oberkörper möglichst aufrecht zu bleiben. Wenn die Variante zu einfach ist, dann versuch mal Variante 2. Bei Variante 2 liegt man auf dem Rücken und versucht dann, Knie und Oberkörper möglichst gleichzeitig zueinander anzunähern. Während des ganzen Satzes versucht man aber, Arme und Füße die ganze Zeit vom Boden gelöst zu halten und nicht auf dem Boden abzulegen. Die zweite Rumpfübung ist für die Rückenstrecker, und zwar der Superman. Beim Superman legt man sich einmal mit dem Bauch auf den Boden, streckt die Arme und Füße aus, löst einmal Hände und Füße vom Boden und zieht dann gleichzeitig die Füße und Hände nach oben. Am obersten Punkt hält man für eine Sekunde inne, bevor man dann die Beine und Arme wieder zum Boden absenkt. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung mit all den vorgestellten Übungen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder neue Tipps und Tricks gibt.